Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV Stormblood, im zweiten Teil der Hauptstory dieser Geschichte. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben herausgefunden, wie Asai wirklich drauf ist. Und der fucking Zenos lebt. Ist wahrscheinlich jetzt ein Ashian, weil der war tot, mausetot, also toter ging nicht. Und eine Wiederbelebung war hundertprozentig nicht drin. Okay, also mal schauen, wie es weitergeht. Jo, Alfino. Bitte. Bessere Nachrichten, danke. Sinneswandel. Oh oh. Hallo, Historia. Du kommst mal wieder genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe gerade einen Brief von unserem Freund Hien erhalten. Er nimmt die Bedingungen für die Friedensverhandlungen, die Asahi ihm angetragen hat, sehr ernst. Um eine weitere Beschwörung von Susanoo zu vermeiden, hat er in Zusammenarbeit mit den Blaubanzern ein engmaschiges Observationsnetz in der Rubinsee geknüpft. Hien wird nicht zulassen, dass eine Primae-Beschwörung unsere Hoffnungen auf einen Gefangenenaustausch zunichte macht. Sollten die Rotpanzer sich irgendwie auffällig verhalten, indem sie Kristalle horden oder irgendwelche Äther-geladenen Schätze sammeln, werden wir davon erfahren und geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen können. Die Galear scheinen ihren Teil der Abmachung ebenfalls einzuhalten. Ein Luftschiff mit Zwangsrekrutierten ist bereits in Yangtze vor Anker gegangen. Es sieht tatsächlich so aus, als würden sie es mit ihrem Friedensangebot ernst meinen. Hien wünscht ausdrücklich, dass du beim Austausch anwesend bist. Und ich denke auch, dass der Bund der Morgenröte bei einem so wichtigen Ereignis zugegen sein sollte. Yotsuyus Erinnerung ist nicht zurückgekehrt. Das bedeutet, dass sie nicht den Galeanen übergeben wird. Sie soll in Doma bleiben und wie eine normale Domanerin behandelt werden. Natürlich werden wir sie vorher auch noch einmal in Augenschein nehmen. Wer weiß, wozu sie imstande wäre, wenn sie im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte in Doma frei walten könnte. Ich schlage vor, wir treten gleich die Reise nach Yangtze an. Hien hat uns in sein Landhaus in der domanischen Enklave, das Qian Khan, eingeladen. Wir werden eine Weile fort sein, Dadaru. Wärst du so gut und hältst so lange hier im Handelshaus die Stellung? Aber selbstverständlich. Passt ihr nur gut auf, euch auf und kommt gesund wieder. Ja, Teleport erledigt und wir sind in der Enklave. Jo, hallo Wache. Sei gegrüßt, Freundin Domas. Du bist hier stets willkommen. Das Qian Khan betreten, ja. Vielen Dank, meine Freunde, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Wie war die Reise? Das Wichtigste über den Stand der Friedensverhandlungen habe ich euch schon geschrieben, aber es gibt auch ein paar Neuigkeiten. Doch zuerst, es geht um Gosetsu. Sein Zustand hat sich verschlechtert. Er hatte vor kurzem einen Schwächeanfall erlitten und muss seitdem in seinem Zimmer das Bett hüten. Wow, okay. Was? Ein Schwächeanfall? Gosetsu? Wir waren kurzzeitig ebenfalls in großer Sorge, aber mittlerweile geht es ihm schon wieder etwas besser. Warum stattet ihr ihm nicht gleich einen Besuch ab? Dabei könnt ihr euch auch einen Eindruck von Yotsuyu verschaffen. Ihr Verhalten ist unverändert. Sie weicht nicht von Gosetsus Seite und pflegt ihn, als wäre er ihr Großvater. Wir werden sofort zu ihm gehen. Kommt, unser Freund braucht uns. Na, ich glaube, der ist schon relativ gut versorgt. Also ich glaube wirklich, der ist gut versorgt. Schön den Mund aufmachen, Herr Samurai. Ach, lass doch zu, Yu. Ich kann schon noch alleine essen. Für diese fade Grütze kann ich mich ohnehin nicht begeistern. Magst du keinen Reisbrei? Was willst du denn dann essen? Tja,
Tja, um diese Zeit reifen in Namae die Kaki-Früchte. Was gebe ich darum, jetzt ihren süßen Saft zu schmecken? Kakis. Jetzt haben wir aber genug vom Essen geredet. Wir wollten dir einen Krankenbesuch abstatten. Aber wie ich sehe, bist du bereits bestens versorgt, Herr Samurai. Es geht mir gut, danke. Ich war nur etwas erschöpft, weiter nichts. Ich werde bald wieder meinen Dienst antreten. Hast du dich schon ausgezogen, Herr Samurai? Ausgezogen? Es ist doch nur... Nun mach schon. Waschen muss sein. Du stinkst. Hast du dir wehgetan? Ein Leben als Krieger hinterlässt nun mal Spuren. Hast du was, Tsuyu? Nein, nichts. Gib her, das kann ich selbst. Noch bin ich kein altersschwacher Tatagreis. Es ist wirklich verwunderlich, Gosetsu und Yotsu so zu sehen. Nicht wahr? Es ist, als hätte Yotsuyus Schreckensherrschaft nie stattgefunden. In der Tat, Gosetsu in ihr überhaupt irgendetwas anderes sehen kann als die gnadenlose Unterdrückerin seines Volkes, grenzt an ein Wunder. Gosetsu ist ein großer Krieger, aber er hat auch ein großes Herz. Er kümmert sich um eine hilflose Frau, die ihren Platz in der Welt verloren hat. Und dass sie ihn wie einen Großvater behandelt, liegt wahrscheinlich zuallererst an seinem Alter. Es ist wahr, dass Gosetsu in die Jahre gekommen ist. Sein ganzes Leben lang hat er mit all seiner Kraft für unser Land gekämpft und dabei schier Unvorstellbares geleistet. Doch ich befürchte, dass ihn seine Kraft nun verlässt, auch wenn er sich von seinem Schwächeanfall erholt. Die Zeiten des unbesiegbaren Samurai-Generals sind vorbei. Gosetsu soll sich ausruhen, denn er hat es sich verdient. Ohnehin hat er mehr für mich, meinen Vater und sein Land getan, als wir es je von ihm hätten erwarten können. Yotsuyus Zustand ist wirklich unverändert. Sie ist immer noch das unahnungslose Kind, dass sich keiner Schuld bewusst ist. Dass sie die Unwissenheit nur spielt, halte ich inzwischen für ziemlich ausgeschlossen. Sie spielt nicht, darüber besteht kein Zweifel mehr. Yugiri, du warst es doch, die Yotsuyu kein Wort geglaubt hat. Wie kommt es, dass du deine Meinung geändert hast? Ich habe sie die ganze Zeit über beobachtet. Ich war mir sicher, dass ich etwas finde, das sie verraten würde. Ein Blick, eine Bewegung, ein Atemzug. Doch ich fand nichts. Sie war immer nur das hilflose, nichtsahnende Mädchen. Selbst wenn sie glauben konnte, allein zu sein, sogar im Schlaf.
Einmal habe ich sie belauscht, als sie alleine in ihrem Zimmer war. Ich habe gehört, wie sie Geschirr aus dem Schrank nahm, es auf dem Boden aufstellte und anfing, damit Gast und Gastgeberin zu spielen. Als ich zuhörte, wie sie ihren Gast bewirtete, wurde mir klar, Yotsuyu ist fort und übrig ist nur noch Tsuyu. Nicht einmal ein auf die Identitätsübernahme spezialisierter Shinobi würde das Spiel so weit treiben. Wenn selbst du das sagst, habe ich auch keine Zweifel mehr. Wir sind einer Meinung. Yotsuyu hat ihr Gedächtnis verloren. Sie ist nicht mehr die gleiche. Sie ist Tsuyu und soll als solche ein normales Leben in Doma führen dürfen. Aber wir müssen auch die Galia überzeugen. Tsuyu muss noch einmal ihrem Bruder Asai entgegentreten, damit er sich von dem Gedächtnisverlust überzeugen kann. Allerdings müssen wir bedenken, wie die domanischen Zwangsrekrutierten reagieren, wenn sie die ehemalige Statthalterin sehen. Allein ihr Anblick kann Panik in der Bevölkerung auslösen. Die Situation könnte eskalieren. Das stimmt. Viele der Domaner, die zum Kriegsdienst gegen ihre Landsleute, ja, gegen ihre eigenen Familien gezwungen wurden, werden regelrecht traumatisiert sein. Deshalb möchte ich, dass wir das Treffen zwischen Tsuyu und Asai noch vor dem Austausch hinter uns bringen. Ich habe bereits um ein Treffen in Castrum Flumines gebeten. Dort sollten wir ungestört sein. Dürfte ich euch trotzdem bitten, das Castrum zu sichern und die Gesandtschaft zu begrüßen? Ich werde dann mit Tsuyu nachkommen. Einverstanden. Wir werden dir jede Hilfe zukommen lassen, die du brauchst hier. Vielen Dank. Dann geht jetzt. Das galäische Luftschiff sollte jeden Augenblick in Castrum Flumines eintreffen. Seid ihr soweit? Dann können wir nach Castrum Flumines übersetzen. Yo. Meine Freunde, wartet! Es ist Tsuyu. Sie ist verschwunden. Was? Bei den 12? Hat sie sich etwa doch noch an alles erinnert und ist geflohen? Wir wissen es nicht. Sie muss sich gleich nach eurem Krankenbesuch aus dem Landhaus geschlichen haben. Yugiri sucht bereits die Siedlung nach ihr ab. Es ist aber gut möglich, dass Tsuyu die Enklave bereits verlassen hat. Fernkapitän, hast du eine Frau befördert mit pechschwarzem Haar und blasser Haut? König Hien, ja. Ich habe gerade eine junge Frau an das andere Ufer gebracht, so wie ihr es sie beschreibt. Sie trug ihren Bambushut tief ins Gesicht gezogen, aber das Haar darunter war schwarz wie Kohle und ihre Hände weiß wie Schnee. Ich glaube nicht, dass ich sie hier in der Enklave schon einmal gesehen habe. War es jemand, den ich kennen sollte? Nein, sie war nur ein Gast. Nichts weiter. Mach dir keine Gedanken. Tsuyu ist auf freien Fuß in Doma unterwegs. Gedächtnisschwund hin oder her. Das kann nicht gut enden. Wir müssen sie so schnell wie möglich finden. Yay. Keine Ahnung, was ich da nehme. Ich nehme einfach irgendwas. Würde ich das Gear brauchen, würde ich genau drauf schauen, aber so nicht nötig. Findet Tsuyu. Bisher ist es uns gelungen, Tsuyus Rückkehr nach Doma geheim zu halten. Es ist aber nicht auszudenken, was passiert, wenn sie jemand erkennt. Sie könnte eine Panik auslösen, oder man könnte sie Lynchjustiz an ihr üben. Uiuiuiui. Wir müssen sie finden, bevor sie jemand sieht. Bitte, du was ihr könnt. Tut, was ihr könnt. Uiuiui. Selbstverständlich, Hien. Wir werden sofort übersetzen und mit der Suche beginnen. Ich werde Yugiri Bescheid sagen und mit ihr nachkommen. Mach das, Alice. Ich werde in Richtung Kusakari gehen und die Augen nach ihr aufhalten. Alfinu, sieh du dich bitte in der Gegend um Castrum Flumines um. Wir wollen vermeiden, dass sie der galäischen Gesandtschaft in die Hände läuft.
Historia, übernimmst du das Yusuka-Herrenhaus? Vielleicht haben die Namazu sie gesehen. Los, wir haben keine Zeit zu verlieren, es steht zu viel auf dem Spiel. Alles klar. Dann gehen wir jetzt dazu, ihr suchen. Die Klimaanlage auspacken, so. Dann gehen wir mal schön die Namazu fragen. Die netten kleinen Fischmenschen. Oder Otter. Fischotter. Wer watschelt denn da herein? Du willst etwas über eine Frau wissen? Schwarze Haare, weiße Haut? Ich kenne herrliche, glitschige, glänzende Amazonenfrauen, aber die haben weder schwarze Haare noch weiße Haut. Tut mir leid, ich kann dir nicht weiterhelfen. Okay, du also nicht. Wo ist denn der Nächste? Hallöchen. Ah, du. Eine Frau mit schneeweißen Haut? Vorhin, als ich vom Fische fangen nach Hause kam, ist mir eine begegnet. An der ersten Brücke war das. Sie ist in Richtung Norden gegangen. Vielleicht findest du sie ja, wenn du dich beeilst. Richtung Norden, dankeschön. Klimaanlage her und go. Flieg. Ich weiß zwar immer nicht, wie du fliegst, aber flieg. Suyu. Wo bist du? Wenn ihr sie seht, schreit. Kann man nicht übersehen, oder? Ah, da glänzt's. Alter, wenn die hier ist, ist sie tot. Allein die ganzen Wolfsleute, Alter. Du findest keine Spur von Suyu. Womöglich hat sie es schon bis in die Gensui-Kipfelkette geschafft. Ziehe weiter in Richtung Nordost und halte wieder nach ihr Ausschau. Alles klar, Nordost. Die Richtung schaue ich schon, sehr gut. Alter, wenn die das überlebt hat, Respekt. Haufen Viecher, Haufen Monster, also hey. Und schwimmen musste sie auch, weil hier gibt es ja auch keine Brücke mehr. Naja gut, das ist irgendwie eine Brücke. Da leuchtet es wieder. Auch hier keine Spur von Suyu. Laufe weiter in Richtung Gensui-Gipfelkette und halte nach ihr Ausschau. Oh Gott, ich weiß schon, wo ich sie finden werde. Weißt du, wo die sein wird? In so einem netten kleinen Dörfchen, wo so ein netter Isse und so eine kleine süße Asami sind. Und es wird so richtig chaotisch werden und richtig schrecklich. Das wird ein richtiger Horror. Etwas weiter voraus siehst du auf dem Weg einen Bambushut liegen, der Zuyus Hut sehr ähnlich sieht. Könnte sie ihn hier verloren haben? Sieh ihn dir genauer an. Ja, toll. Ja. Gott, genau dorthin. Ja, das gibt Blut und Verderben. Das sehe ich jetzt schon. Tatsächlich, es ist Zuyus Bambushut. Sie muss also hier gewesen sein. Aha. Das wird nicht gut laufen. Historia, hast du etwas gefunden? Wir hatten kein Glück, weder in der Enklave noch in Kusakari. Ich habe mit Alize eine Fähre über den Einsieg genommen, aber sie wollte zuerst nach Castrum Fluminis, um zu sehen, ob ihr Bruder etwas gefunden hat. Also sag, was hast du gefunden? Wenn Suyu hier war, ist es gut möglich, dass einer der Dorfbewohner sie gesehen hat. Schnell, nach Namai, bevor es zu spät ist. Wir durchsuchen die Scheunen und Schuppen. Eile du schon voraus zum Dorfplatz. Aha. Der glaubt ja wirklich, dass das noch läuft.
Oh oh. Entschuldigung, kann ich eine Kaki haben? Warte, lauf doch nicht weg! Sie ist wieder da! Mögen die Götter uns beistehen! Sie ist zurück! Halte sich weg! Das ist doch Yotsuyu. Sie lebt. Was habe ich getan? Was du getan hast? Du! Beruhigt euch. So beruhigt euch doch! König Hien, ist sie es wirklich? Wir dachten, sie wäre tot. Das dachte ich auch. Ich habe sie beim Kampf um die Burg niedergestreckt und hielt die Wunde für tödlich. Aber sie hat überlebt. Meinen Schwertstreich und sogar den Einsturz des Burgturms. Doch dabei verlor sie ihr Gedächtnis. All das, was sie uns angetan hat, das hat sie vergessen? Oh, die lügt doch! Lasst euch von der Hexe nicht täuschen! Wen interessiert's, an was sie sich erinnert? Wir vergessen ihre Verbrechen jedenfalls nicht! Tötet sie, König Hien! Warum hassen mich alle? Was habe ich getan? Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Bitte verzeiht mir. Es tut mir leid? Nach alledem? Wein doch nicht. Sie tut doch keinem mehr was. Seht doch, wie sie zittert, die Arme. Solange Yotsuyu nicht genesen ist, werden wir sie wie jede andere Domanerin auch behandeln. Sie wird bewacht werden und dieses Dorf nicht ungebeten betreten. Dafür verbürge ich mich. Ja, Ise? Gut. Wenn du meinst, dass es gerecht ist, bin ich einverstanden. Hauptsache, du musst dich nie wieder vor etwas fürchten. Eieieiei. Ich muss schon sagen, sie tut mir schon relativ leid, weil durch das, dass wir die Vergangenheit kennen, wissen wir ja, warum sie so ist, wie sie ist. Da wären wir wahrscheinlich nicht viel besser dran. Blutige Heimkehr. Für einen Moment hatte ich befürchtet,
dass uns die Situation aus den Händen gleitet. Der Zwischenfall soll mir eine Lehre sein. Suyu kann noch für allerhand Schwierigkeiten sorgen. Auch in ihrem jetzigen Zustand. Das alles nur wegen einer Kaki. In der Tat, eigentlich eine Nichtigkeit. Aber die größten Krisen entstehen oft aus einer Labalie. Hoffen wir, dass Gosetsu die Kaki wenigstens schmeckt. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir nach Castrum Flumines aufbrechen. Alfino und Alice sind bereits dort, um sich umzusehen und die Gesandtschaft zu begrüßen. Die Galear sind gelandet. Mal sehen, was uns dein Freund Asai diesmal vorspielt. Yay. Was für eine Freude, dich wiederzusehen, König Hien. Und dich, liebe Schwester. Die Freude ist ganz meinerseits, Gesandter Asahi. Sind die Domaner an Bord des Luftschiffs? Natürlich. Alle heil und unversehrt. Wie ich höre, hast du auch alles Erforderliche in die Wege geleitet. Sogar Yotsuyu hast du mitgebracht. Ich wollte, dass du sie selber siehst. Sie hat ihr Gedächtnis immer noch nicht wiedererlangt. Es sieht ganz so aus. Übrigens habe ich jemanden mitgebracht, den Yotsuyu unbedingt treffen sollte. Du hast doch bestimmt nichts dagegen. Yotsuyu, schön, dich wiederzusehen. Das sind doch nicht etwa... Was ist denn, Schwester? Hast du sogar unsere lieben, lieben Eltern vergessen? Die Kaki für den Herrn Samurai. Es hilft nichts. Sie kann sich tatsächlich an nichts erinnern. Sieh mich nicht so an. Es war ein Versuch wert. Also gut. Wir werden sie als gewöhnliche Domanerin betrachten. Sie darf bei euch bleiben. Aber wir werden uns bald wiedersehen, Schwester. Sehr bald. Kommen wir jetzt zum Gefangenenaustausch.
Aber sicher doch. Die Anlage am anderen Flussufer sieht gut erhalten aus. Dort werden wir die Domane absetzen und ihr unsere Soldaten. Einverstanden. Ich werde den Befehl geben. Asahi schreckt nicht einmal davor zurück, seine eigenen Eltern als Werkzeug einzusetzen, um die alte, monströse Yotsuyu zurückzubekommen. Was für ein Schandkerl! Zum Glück hatte er damit keinen Erfolg. Tsuyo hatte nichts anderes im Sinn, als Gose zu endlich seine Kaki zu bringen. Yugiri ist bereits mit ihr in Richtung Enklave aufgebrochen. Kehren wir auch in mein Landhaus zurück. Hast du was, Alfino? Nein, ich habe nur etwas nachgedacht. Ja, nachdenken kann unser Alfino ziemlich gut. So Leute, aber für heute ist es wieder Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Bis dahin, ciao!